Zum Wohl. Grüne Smoothies und mögliche Auswirkungen auf das Essverhalten. Bei mir ganz persönlich haben die grünen Smoothies dazu beigetragen, dass ich auf einmal keinen Drang mehr verspüre, Alkohol zu trinken. Letzten Winter noch habe ich jeden Abend mindestens 1, 2, 3 Flaschen Bier getrunken oder eine ganze Flasche Wein. Und nachdem das grüne Wunder so im Mai sich eingeschlichen hat und ich jeden frühen grünen Smoothie trinke, vor allem Wildkräuter-Smoothie mit Obst und Wildkräutern, Brennnessel und so weiter. Die Zahl der Kräuter ist groß. Doch, sei dir bewusst, esse nur das, was du wirklich kennst. Und wechsle die Kräuter immer wieder ab. Genau. Außerdem habe ich ungefähr 10 Kilogramm abgenommen. Nun ist mein Bauch ein bisschen dünner. So, wer sieht ihn? Niemand. Schlanker bin ich jetzt. So schlank wie noch nie. Mit der Größe halt. Im Bezug. Ich hatte oft auch ein bisschen Fette an den Hüften. Des Weiteren habe ich viel mehr Lust auf frisches Essen und ich esse auch viel weniger. Ich habe kein Brot mehr gekauft. Eigentlich kaum mehr. Eigentlich kein Brot mehr. Jetzt mal noch Breze oder so. Viel Obst. Und ich sehe auf einmal überall die Kräuter, viel mehr. Und ich bin so verliebt in das frische Grün. Machen wir schon fast Sorgen im Winter, wo es nicht mehr so viel Grün gibt. Aber wer weiß, was dann ist. Vielleicht wachsen hier im Gewächshaus noch welche. Oder man nimmt die Brombeerblätter aus dem Wald. Oder zieht sich ein bisschen Kresse. Oder kauft sich einfach Spinat. Wer weiß. Außerdem kommt ja wieder das Frühjahr, wo alles wieder gedeiht. Aber so weit wollen wir gar nicht denken. Oder auch doch. Macht ja nichts. Auf jeden Fall macht Spaß und es fühlt sich nicht wie ein Zwang an, dass ich das machen müsste, um irgendwas zu erreichen, sondern es ist wie so die grüne Übernahme. Und es ist ein ganz anderes Essverhalten, so dieses frische, lebendige, anstatt den gekochte, fettige, ist auch gut, Bratkartoffeln und so weiter, nichts gegen irgendwas. Aber jeder macht es, wie er es macht, gell? Und keiner kann es genauso machen wie der andere. Weil ja jeder Moment einzigartig ist, jeder Atemzug, jede Bewegung, jeder Smoothie ist anders. Niemand ist gleich und keiner ist verschieden. Weil wenn wir verschieden wären, dann wären wir ja schon tot. Das heißt doch, er ist verschieden. Fröhlich, unglücklich, durch einen Unfall, natürlich, unnatürlich, einfach verschieden. Dude. Aber das Leben, in dem es keinen Lebendigen mehr gibt, sondern nur noch Leben, ist gigantisch. In der Akzeptanz, die nichts akzeptieren müsst, um zu sein. Um Akzeptanz zu sein. Denn jede relative Akzeptanz von einem relativen Persönlein hat eine Toleranzschwelle und wird natürlich dann wieder, wenn es zu viel ist, dann in eine Intoleranz übergehen. Naja, blub, 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 da regt er sich dann halt auf, ist er verzweifelt, weil es nicht so ist, wie es will, weil es so schmerzt manchmal und so weiter. Aber davon rede ich ja gar nicht.
bin doch total abgeschweift von den Smoothie-Geschichten. Ja, so bin ich halt. Ich weiß es auch nicht, wie ich bin. Hauptsache ich bin. Ich bin. Und was danach kommt, das geht auch wieder. Das ist dann der Nachteil. Dass alles, was danach kommt, ist ein Nachteil. Wichtigste ist, dass ich bin. Dass dieses Empfinden vom Sein. Sein und Nichtsein gehört zusammen. Wo Sein ist, ist auch Nichtsein. Doch das, in dem das Sein und das Nichtsein auftauchen, hat weder eine Ahnung von Sein und Nichtsein und kümmert sich weder um Sein noch ums Nichtsein und ist vor jedem Zustand die Zustandslosigkeit. Und alle Zustände, die möglicherweise erfahren werden, von Einheit, Trennung, Ekstase, Frustration, Erleuchtung, Verdunklung, was auch immer, sind flüchtig in ihrer Natur, denn sie sind nur scheinbar. Doch das, was ich nicht sein kann, ist vor der Scheinbarkeit das, was die Scheinbarkeit ist. Und es scheint so schön, grenzenlos, mal traurig, mal fröhlich, egal welches Etikett gerade an den jeweiligen Zustand hingehängt wird, ist es doch das, was es ist. Ohne Definition, also unbegrenzt. Ja. Grüß Gott.